Hallo, schön, dass du da bist. In diesem kleinen Guide würde ich euch heute gerne zeigen, wie wir beim Hausbau etwas ungewöhnlich gestalten können oder hübscher gestalten können. Und wir fangen mal damit an, dass wir die Ecken anders gestalten. Ich habe hier mal so eine Grundplatte vorbereitet für ein kleines Haus für unsere Farmerin. Die Ecken werden wir mit diesen Fenstern gestalten. Ihr könnt dafür, ich sag mal, jedes Fenster benutzen, aber dieses Holzfenster bietet sich eigentlich besonders gut an. Und wir setzen die hier so über Kreuz rein. Das geht nur so über Kreuz. Oder nur so macht es Sinn, sagen wir mal. Upsi. So, drei hoch. Und das machen wir einfach an jeder Ecke von dem Haus. Ich muss da noch zwei Fenster machen. Aber fangen wir mal hier an. Jetzt nehmen wir unsere Wände. Die Wände setzen wir und zwar bei ausgeschaltetem Einrasten. Das sieht jetzt ein bisschen so aus. Ist das jetzt richtig? Ja, ist richtig. Das sieht jetzt so ein bisschen so aus, als würde da eine Lücke entstehen. Diese Lücke entsteht aber nicht. Und die andere Wand setzen wir so daran. Jetzt haben wir hier in der Ecke so eine richtig schöne, ja, Verzierung geschaffen. Das, wie gesagt, das könnt ihr natürlich mit allen möglichen Kombinationen machen, aus den verschiedenen Fenstern und verschiedenen Mauerwerk. Einfach ein bisschen experimentieren, was euch gefällt an der Stelle. Und dann kann man das sehr schön nutzen. Und wenn wir jetzt von innen gucken, dann ist diese Mauer trotzdem geschlossen. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Einmal eine Treppe ins nächste Stockwerk. Und hier habe ich ein größeres Fenster eingebaut. Das heißt, ihr könnt natürlich anstatt diese kleinen vorgefertigten Fenster zu nutzen, könnt ihr das Ganze auch vergrößern. Zum Beispiel drei nebeneinander setzen oder hier oben zum Beispiel noch eine Reihe drüber setzen. Da sind eurer Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier diese Fenster hier so reinsetzen, zwei Stück. Hallo, hallo, da. Okay, so. Ja, dann schaut das Ganze schon anders aus. Und wir können die ganz rausgucken lassen oder nur einen Teil. Wir können oben zwei reinsetzen oder wir können oben auch drei reinsetzen. Wie gesagt, mit diesem Fensterrahmen kannst du eine Menge machen. Und jetzt hier zur Treppe. Wenn ihr sagt, euch gefallen diese Treppen nicht, dann könnt ihr Regale, diese einfachen Wandregale benutzen und könnt damit eine Treppe bauen. Ich habe hier eine Treppe reingesetzt. Das ist jetzt die schmale Variante. Und ich setze jetzt sozusagen davor jeweils ein Regalbrett. So möchte ich's. Ja? Also, dass ich praktisch die Breite der Treppe ausnutze. Und ja, ich muss gleich noch Regalbretter holen, aber die wir haben, können wir hier schon mal hinsetzen. Immer dann davor setzen, praktisch auf diese Stufe. Also ihr könnt die nutzen oder ihr könnt auch diese hier natürlich nutzen. Ihr könntet aber auch diese Bank nutzen, wenn es jetzt ein bisschen schicker sein soll mit einem roten Teppich sozusagen. Ja, dann kann man die auch gut nutzen dafür. Wir nehmen jetzt mal dieses polierte Holzregal. Das passt ja am besten zum Design. Das sieht jetzt natürlich ein bisschen komisch aus. Jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen uns jetzt so ein Seitenteil von der Treppe und setzen das davor. Dafür müssen wir wieder mit X das Ganze ausschalten und können das dann so händisch daran setzen. So müsste es passen. Ja, jetzt fehlt hier noch ein Balken, aber den setzen wir da einfach noch ran. Nehmen wir den hier. So. Genau, jetzt ist das geschlossen. Jetzt haben wir hier die Treppe. Und du kannst jetzt, wenn du das möchtest, die Treppen hier löschen. So. Das ist mir ein bisschen zu dick hier. Da würde ich eine Lage jetzt entfernen.
den da wieder rein. So, dann ist der Boden wieder heile. Also das wäre eine Variante. Das kann man natürlich auch dann zum Beispiel mit einer Holzwand machen. Geht genauso. Ah, hier brauchen wir noch einmal bitte... So, so ist zum Beispiel eine Möglichkeit, eine Treppe herzustellen. Ob mir das jetzt mit diesem Material gefällt, glaube ich nicht. Ich werde das wahrscheinlich durch den veredelten Holzblock hier ersetzen. Ja. Aber wie gesagt, ihr könnt das dunkle Holz nehmen für die Regale. Ihr könnt dieses rötliche Holz nehmen. Ich habe jetzt gedacht, das rötliche Holz passt gut zu den rötlichen Fenstern. Aber hier geht es ja auch mehr darum zu zeigen, was möglich ist. Ja, ich würde euch gerne noch zeigen, wie man diesen kleinen Anbau macht. Wir brauchen einen Untergrund dafür. Und ich mache es jetzt so wieder so eine Zweiergröße, sage ich mal. Es muss breiter sein als der Türrahmen. Dann kann man da die Fenster draufstellen. Hier kannst du natürlich auch wieder beliebige Fenster nehmen, das ist klar. Ich nehme jetzt hier dieses Fenster. Man könnte jetzt zum Beispiel auch hier noch einmal so eine einzelne Ziegel hier hochziehen. Das geht auch. Man stellt die Ziegel da, die Fenster da so rein. Also, dass sie praktisch direkt an die Mauer anschließen. Und dann kommen die anderen Fenster hier dazwischen. Und hier entsteht eine Lücke, die muss natürlich gefüllt werden. Genau. Und diesen Spalt hier, den müssen wir jetzt füllen, weil ihr habt ja hier gesehen, dass die praktisch überlappen. Also sie stehen entweder so überlappend oder sie stehen eben so weiter auseinander, die Fenster. Ja, ist ein bisschen wuchtiger. Also tatsächlich, glaube ich, am schönsten ist es fast mit dem Fachwerk. Ist okay, ne? Also man kann das, wie gesagt, auch noch mehr rausholen. Aber es soll ja auch jetzt nur eine Demonstration sein. Und mit dem Fachwerk, das passte natürlich hier ganz gut, weil wir hier an dem Haus auch Fachwerk haben. Finde ich insgesamt etwas dezenter. Aber lassen wir jetzt mal hier beim Stein. Da kommt übrigens auch noch eine Tür daneben. Deswegen habe ich jetzt auch nicht größer gebaut. Ja, das kann so bleiben. Ja, so hätte ich es gerne, glaube ich. Und dann hast du hier so eine Art Wintergarten. Den kannst du natürlich, ja, beliebig groß machen auch, ja. Genau, eine schöne Lampe da rein oder ein Stuhl, etwas in der Art. Wenn wir da jetzt noch ein Dach drauf haben wollen, dann müssen wir einmal, damit wir keine, also damit die Seitenwände nicht offen sind, hier jeweils noch zwei Steine hinsetzen und hier auch. Und dann können wir unser Dach draufsetzen. Du kannst das ein bisschen überlappend machen, ne? Ich schalte mal X aus. So. Oder du kannst es natürlich auch direkt ransetzen. Ja. Also ich mag es gerne, wenn es so ein bisschen einen Block praktisch überlappt. Na komm. So müsste es passen. Müssen wir nur gucken, ob es von unten passt. Passt natürlich nicht. Machen wir es von unten nochmal. Ja, so passt es jetzt. Ihr könnt jetzt natürlich theoretisch hier noch eine zweite Lage draufsetzen, damit diese einzelnen Holzelemente da nicht durchgucken. So. Hier ist es jetzt auch so, wir brauchen einen Rahmen aus Stein, den wir uns hier hinsetzen. Ihr braucht mindestens eine Fläche von 2 tief, damit dann tatsächlich da auch eine Pflanze drin angepflanzt werden kann. Brauchst du natürlich ein bisschen Platz für Blumenerde.
Und jetzt können wir hier diese Zäune nehmen und setzen die da drauf. Auch am besten eben diese Snap-Funktion, das Einrasten ausschalten, damit das funktioniert. Das überlappt sich hier ein bisschen. Man kann aber versuchen, dass man das so bisschen hin und her schiebt, dass es dann passt. So müsste es ungefähr passen. Und dann tun wir da Blumenerde rein. Ich nehme das hier gerade raus, damit wir eine gewisse Tiefe bekommen. Das Ganze versuchen zu füllen. Ja, das sollte so passen. Und jetzt können wir da Blumen reinsetzen. Ja, da passen jetzt zwei rein, ne? Also mehr geht eben nicht. Man könnte noch versuchen, ob man die ein bisschen weiter an den Rand setzt. Dann kriegt man vielleicht, schau, da kriegen wir sogar drei von den Blumen da rein. Kriegen wir sogar vier rein. Können wir die nochmal umtopfen da? Können wir die da hinsetzen? Und hier noch eine. Ah, guck, die hat er geschluckt. Die hat er wieder nicht genommen. Ja, nee. Okay, also drei Pflanzen kriegen wir da rein. Man könnte natürlich auch das Ganze ein bisschen ausheben hier und die Steine weiter nach unten setzen. Das würde sicher auch gehen. Auf jeden Fall musst du ein gewisses Maß an Erde da drin haben, damit das funktioniert. Deswegen hat er das wahrscheinlich da in der Ecke eben auch nicht genommen. Ja, jetzt haben wir unser kleines Häuschen hier fertig mit allen möglichen speziellen Sachen. Kleine Dächer hier. Der Vorbau, ein paar Blumen angebaut hier noch, so Blumenwiese. Dann, ja, drinnen ist jetzt nicht so viel anders vom Design her, außer natürlich unsere Treppe. Hier oben gibt es so einen kleinen Bereich zum Schlafen und Wohnen. Und hier hinten haben wir unsere Bank mit dem Sonnenschirm. Wir haben auch hier die Fenster entsprechend überdacht. Hier sind unsere Bienen. Na komm, sieht man gar nicht so, ne? Auch hier, also ganz schlicht habe ich es hier gehalten mit den überdachten Fenstern. Und hier unser Vorbau mit dem Blumenbeet. Die schönen Ecken hier an den Seiten des Hauses. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Ideen habt, wie man Design noch verändern kann oder so, dann schreibt es doch in die Kommentare. Das lese ich gern und schaue ich mir gerne an. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch viel Spaß im Spiel. Bis dann. Ciao.